Hi, wie ihr bestimmt schon gelesen habt, gibt es heute von mir meinen Lesemonat für August. Und stört euch nicht dran, ich glaube, ich bin ein bisschen erkältet irgendwie. Also falls meine Stimme zwischendurch mal abkackt, dann müssen wir das einfach ignorieren. Ich habe ja im August meine letzte Klausur geschrieben, deswegen dachte ich eigentlich, ich würde im August ein bisschen mehr lesen, aber am Ende sind es dann doch nur 3 Bücher geworden. Wie ihr gerade gesehen habt, liegen die Bücher schon bereit und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem ersten Buch, das ich im August gelesen habe. Mein erstes Buch im August war Faking It von Cora Carmack und das ist der zweite Teil der Losing It-Reihe. In diesem Buch geht es nicht wieder um dieselben Protagonisten, wie das so oft ist, sondern um den besten Freund von der Protagonistin aus dem ersten Teil, also Bliss. Und ich glaube, er heißt Zaid oder... Ja, also in meinem Kopf habe ich es immer Zaid ausgesprochen, ihr könnt mich gerne verbessern. Auf jeden Fall ist das natürlich auch ein bisschen romantisch und Zaid ist... Eigentlich würde ich den ersten nicht spoilern, ne? Also spoilere ich den ersten mal nicht. Auf jeden Fall lernt er ein Mädchen kennen und sie ist super badass irgendwie. Ihr Name ist Max und sie spielt in einer Band und ist tätowiert und ist so super cool irgendwie. Und sie hat auch einen Freund, der auch so ein bisschen in diese Richtung ist und naja, etwas merkwürdig. Und ihre Eltern sind aber super konservativ, dann wollen die zu ihr zu Besuch kommen und kurzerhand engagiert sie sich Zaid, der Schauspielstudent ist, um ihren Freund zu spielen. Und dann nimmt die ganze Geschichte so seinen Lauf. Ihren Lauf. Die Geschichte nimmt ihren Lauf. Dem ersten Band hatte ich ja 3 von 5 Sternen gegeben, weil ich es schon ganz gut fand und irgendwie ganz schön. Aber es hat mich jetzt nicht so krass vom Hocker gerissen. Und ich muss sagen, dass der zweite Teil jetzt echt nochmal eine Steigerung zum ersten war. Was meiner Meinung nach einfach daran liegt, dass ich Zaid und Max einfach viel sympathischer finde als Bliss. Ich weiß nicht warum, ich finde Max ist so eine coole Protagonistin, irgendwie cooler als Bliss, ich weiß nicht warum. Die gefällt mir einfach so gut, weil sie ist, ich weiß nicht, sie hat einfach so Ecken und Kanten und mit ihren Tattoos und irgendwie stelle ich sie mir in meinem Kopf so total cool vor und deswegen hat mich dieses Buch schon mal ein bisschen mehr begeistert als das erste. Außerdem ist das Buch aus 2 Perspektiven geschrieben, also Zaid und Max, nicht wie das erste, nur aus einer Perspektive. Und das wechselt sich pro Kapitel immer so ab und das finde ich immer ziemlich erfrischend irgendwie, also das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Insgesamt kann ich sagen, das ist jetzt kein Buch, was euer Leben verändern wird, aber es ist wirklich einfach schön für zwischendurch. Es hat mich irgendwie richtig mitgerissen, ich habe es richtig schnell durchgehabt und deswegen gebe ich dem Buch jetzt abschließend 4 von 5 Sternen, weil ich es wirklich besser fand als das erste und ich werde mir das dritte auf jeden Fall holen. Da geht es nämlich um die andere Freundin aus dem Freundeskreis irgendwie. Kommen wir auch schon zu meinem Highlight des Monats und dieses Buch ist wunderschön. Ich habe euch das schon in meinem Book Haul gezeigt. Ich verlinke euch den einfach mal. Moment, auch das ist jetzt doch wieder falsch, oder? Wisst ihr, ich habe langsam keine Lust mehr. Jedes Mal sitze ich hier und zeige in die falsche Ecke. Immer dasselbe, langsam muss es euch auch schon langweilig sein. Also, da verlinke ich jetzt mal meinen Book Haul, wo ich dieses Buch hier gezeigt habe. Das ist nämlich Clockwork Prince von Cassandra Clare. Ich versuche gerade mal das so zu halten, dass es nicht so krass reflektiert. Und ja, ist es nicht wunderschön? Ich hatte mir ja den ersten als Taschenbuch geholt, den muss ich mir jetzt aber auch noch als Hardcover nachkaufen, weil erstens sind die Hardcover wunderschön, zweitens gibt es nur den ersten als Taschenbuch und das wurde dann nicht mehr weitergeführt. Das heißt, ich werde diese Serie so als Taschenbuch weiterführen und oh Gott, das ist so schön. Wie auch schon im ersten Teil geht hier eben die Geschichte von Tessa weiter, von Tessa, Will und Jam. Und Tessa ist im Institut für Schattenjäger. Im ersten Teil sind unglaublich viele Sachen passiert, die ich nicht spoilern kann. Aber auf jeden Fall möchte ich sagen, dass mich dieses Buch noch mehr mitgerissen hat als das erste. Und ich habe dem ersten schon 5 von 5 Sternen gegeben, also würde ich diesem gerne 6 von 5 Sternen geben. Oder noch mehr. Das war einfach nur der Hammer. Es war so richtig, es war einfach... Highlight des Monats irgendwie. In diesem Buch tritt so die Romanze so ein bisschen mehr in den Vordergrund. Das ist jetzt nicht super romantisch oder so, aber an manchen Stellen eben schon. Und vor allen Dingen finde ich, dass man die männlichen Hauptcharaktere, also Will und Jam, nochmal viel, viel besser kennenlernt. Vor allen Dingen Will, weil man endlich herausfindet, was hinter seinem ganzen Verhalten steckt. Und das hat mich einfach so mitgerissen. Ich habe ja, als ich den ersten so ein bisschen beschrieben habe, in meinem letzten Lesemonat, ich zeige in die richtige Ecke. Da habe ich ja gesagt, dass ich Will so ein bisschen finde. Also ich hätte mich da auch zwischen Will und Jam nicht entscheiden können, aber jetzt ist es noch schwerer, weil man Will jetzt verstehen kann und er... Also was ich vor allen Dingen auch richtig cool fand an diesem Buch, ist, dass man die Nebencharaktere einfach viel besser kennenlernt. Also zum Beispiel Sophie hat mir in dem Buch richtig gut gefallen und was mich auch noch zu einem weiteren Punkt bringt, ich bin... voll der Fan von Magnus Bane geworden irgendwie und ich muss dieses andere Buch,
mein Handy vibriert. Ich muss dieses Buch, dieses Chroniken des Magnus Bane auf jeden Fall auch noch kaufen, weil der hat mich, oh, es war einfach so cool. In dem Buch hat man ihn viel besser kennengelernt und ich habe ihn so richtig lieben gelernt. Also noch ein Buch, das ich kaufen muss. Insgesamt war es einfach nur richtig mitreißend. Ich war, nachdem ich das Buch beendet hatte, richtig am Heulen. Ich war fix und fertig und ich muss den dritten Band auf jeden Fall bald kaufen. Nur leider habe ich diesen Monat kein Geld mehr, um mir ein Hardcover zu holen. Deswegen wird das wahrscheinlich erst im Lesemonat Oktober stattfinden. Ja, 5 von 5 Sternen, ganz eindeutig oder noch mehr. Und ich kann diese Reihe, kann ich euch auf jeden Fall nur ans Herz legen. Die hat mich einfach so richtig begeistert und ich höre jetzt auf, von diesem Buch zu schwärmen. So, das dritte Buch diesen Monat habe ich auf meinem Kindle gelesen, nämlich den zweiten Teil der Schattenraum-Reihe. Also, den zweiten Teil der, den zweiten Teil der Schattentraum-Reihe von Mona Kasten, nämlich Schattentraum mitten im Zwielicht. Ich hoffe, ihr könnt das schöne Cover erkennen. Eigentlich ist es natürlich nicht schwarz-weiß, aber das ist ein Kindle. Wie gesagt, habe ich hier drauf gelesen und habe ich auf Amazon geholt, sogar relativ günstig. Ich leg das mal hinter mich. So, und in diesem Buch geht es wieder um Emma und Gabriel. Natürlich will ich euch jetzt nicht zu viel spoilern, denn es ist halt der zweite Teil, da kann man ja immer nicht so viel zu sagen. Aber ich finde, dass es wieder total schnell und leicht irgendwie zu lesen war. Also ich finde, das ist echt so ein Buch, wie auch schon das erste, durch das man extrem schnell durchgehen kann. Also ich habe zwar ein bisschen länger gebraucht, aber nur, weil ich so Pausen in der Mitte hatte. Immer wenn ich gelesen habe, habe ich mindestens 100 Seiten runtergelesen. Also, beziehungsweise 20-25%. Was mir vor allem an dem Buch gefallen hat, ist, dass da ein bisschen mehr Action drin war. Es ist ein bisschen mehr zur Sache gegangen und es ist auch irgendwie mehr, ja, so Spannung aufgebaut worden, finde ich. Und vor allen Dingen, was ich auch sehr gut fand, dass einige Charaktere wirklich nochmal mehr Tiefe bekommen haben. Vor allen Dingen Gabriel und ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Egal, auf jeden Fall die Nebencharaktere, finde ich, sind nochmal richtig rund irgendwie geworden. Das hat mir echt gut gefallen, Gabriel auch nochmal so ein bisschen besser kennenzulernen, weil man ihn im ersten Teil ja einfach nur so angehimmelt hat und irgendwie wusste man nicht so viel über ihn, aber jetzt ist es mir sehr viel sympathischer. Und das Ende hat auf jeden Fall richtig Lust auf den dritten Teil gemacht. Also Mona, du musst dich ranhalten, weil ich will den dritten Teil lesen, und zwar schnell. Nein. Lass die Zeit, okay? Aber es hat mich auf jeden Fall richtig überzeugt. Ich gebe diesem Buch, wie auch schon dem ersten, 4 von 5 Sternen, weil ich einfach finde, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist irgendwie. Also kennt ihr das, wenn ihr das Buch halt irgendwie richtig gut fand und es hat euch Spaß gemacht, aber es war noch nicht Clockwork-Niveau. Das ist das blöd gesagt. Aber auf jeden Fall finde ich, da geht auf jeden Fall noch was und ich warte wirklich auf den coolen Abschluss von dieser Serie. Wie ihr schon gemerkt habt, ist jetzt das Licht total weggegangen. Eigentlich war es eben draußen noch relativ hell. Und jetzt bin ich nur von einer Seite beleuchtet. Das sieht total bescheuert aus, ist egal. Aber ich wünsche euch jetzt einfach noch eine wunderschöne Woche. Erwartet nicht, dass nächste Woche 2 Videos von mir kommen, denn ich bin die ganze Woche von morgens bis abends in einem Mathekurs angemeldet. Wie auch den ganzen September eigentlich. Deswegen werde ich wahrscheinlich keine Zeit haben, großartig 2 Videos noch zu machen. Aber egal, ihr könnt ja jetzt wenigstens dieses gucken. Und ich gebe mir Mühe und ich sage tschüss und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.